sind noch heute dabei, den neuen Goldfilm für die Reisebank zu drehen. Um so ein kleines Objekt wie diese Unze Känguru in Szene zu setzen, benötigt man ein gesamtes Studio mit einem verschiedenen Lichtsegeln, verschiedenen Beleuchtungen und verschiedenen Spezialkameras, damit das Goldprodukt auch optimal zur Geltung kommt. Es ist natürlich eine etwas komplexe Herausforderung, das Gold auf den etwas unruhigen Untergrund zu bekommen. Das ist zum Beispiel einfach auch natürlich die Höhe oder die Struktur, die Kontraste von Münzen natürlich. Oder hier jetzt den Kupferanteil, der im Krügerrand ist. Wir arbeiten hier jetzt mit einer Spezialkamera vor allem, die verschiedene Objektive verwendet und bei der zum Beispiel ein sogenannter Slider hier auch im Einsatz ist, also ein Gerät, mit dem man jetzt auf der Glasscheibe die Kamera von A nach B erschütterungsfrei gut bewegen kann. Das ist sehr viel Technikaufwand, einfach um eine ruhige und gleichmäßige Bewegung auf sehr, sehr kleinen Objekten hinzubekommen. Das ist in dem Fall die eigentliche Herausforderung. Wir bei Lumos in Aachen haben die visuellen Effekte für den Film produziert. Dabei haben wir die Münzen erst in einem aufwendigen Verfahren digitalisiert und deren physikalischen Eigenschaften nachgestellt. Anschließend konnten wir sie dann mit verschiedenen anderen Elementen in 3D kombinieren und animieren und sie dann, ähnlich wie bei den Kollegen im Studio, mit virtuellen Lichtern beleuchten und mit Kameras aufzeichnen.